Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in unseren letzten Mini-Rohkost-Potluck vor der Ausgangssperre hier in Sachsen. Wir haben uns letzte Woche nochmal in sehr kleiner Runde getroffen, um gesunde, rohköstliche und vegane Kost gemeinsam zu genießen. Ihr seht hier den herzhaften Teil unseres Buffets. Man könnte meinen, dass hier 20 Leute sitzen, aber es ist tatsächlich nicht so. Wir sind nur eine Handvoll Leute und jeder hat zu diesem Potluck beigetragen. Es gibt hier auch Honigmelone und hier so eher so herzhafte Sachen, Salate, hier so marinierte Pilze, dann ganz viele Sprossen, Linsen, auch Süßlupinen. Was sind das für Sprossen, Henry? Oder Alfalfa. Alfalfa-Sprossen, genau. Dann Fanny, das ist glaube ich von dir, ne? Dieses, das ist ja letztes Mal so gut angekommen. Das habe ich ja leider gar nicht probieren können. Aus was ist das nochmal? Es ist Maisbrot, Tomatenmark. Also okay, roh vegan ist es nicht, aber ganz vegan, aber es ist vegan auf jeden Fall. Genau. Knoblauch, Zwiebel, Rauchpaprika, Majoran, Salz, Pfeffer. Okay. Dann haben wir hier Gurken mit selbstgemachtem Bärlauchpesto und selbstgezogenen Chiasprossen. Dann eine große Portion Feldsalat mit einem Dressing. Henry, was ist da nochmal drin? Hanfsamen, Mandelmus, Knoblauch, Zitrone, Kräuter, also diese gefrorenen 6 Kräuter, Pfeffer und Salz, Wasser. Dann haben wir hier Zucchini, Gurken, Möhre, also so Gemüsesticks und Paprika, Tomate. Dann sind hier Zwiebelsprossen und Knoblauchsprossen. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Zwiebel, okay. Ja. Knoblauchsprossen, Zwiebelsprossen, dann haben wir hier nochmal Gurken mit selbstgemachtem Bärlauchpesto und diesmal mit Brokkolisprossen. Dann gibt es hier auch noch was von Fanny. So was Rotilla-mäßiges. Also Rotilla. Vegane Tortillas auf Mais-Erbsen-Basis. Genau, mit ein paar getrockneten Tomaten. Tamari ist dran, Knoblauch, Leinsaat, Salz und noch ein paar Gewürze. Wow. Und das passt bestimmt gut zu Joachims mega genialen Maissalat mit Zucchini, Paprika, Tomate. Ja, getrocknete Tomate in dem Fall. Mhm. Und Tomatenmark, gewürzt mit Zwiebel, Kräuter der Provence und überwiegend Curry. Und dann halt das Salz noch aus den getrockneten Tomaten. Mhm. Und Bärlauch, den hast du auch gestern mitgebracht, ne? Mhm. Frisch gesammelten Bärlauch. Dann haben wir hier nochmal Gurkenscheiben mit Bärlauchpesto und Chiasprossen. Oder ja, Chiasprossen. Dann selbstgemachtes Sauerkraut aus Rotkohl. Und das ist so ein neuartiger rohveganer Käse auf Cashew-Basis. Wo gibt es den nochmal? Veganz. Im Veganz. Ah, den haben wir ja nicht mehr in Leipzig. Also ich habe es bei Edeka bekommen, aber über die Firma Veganz mit Cashew auf Cashew-Basis. Kräuter und Paprika? Ja, Tomate-Paprika. Mhm. Oh, da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Dann auf alle Fälle probiert. Hier haben wir dann die süße Ecke. Das ist wieder eine fantastische Torte von der Fanny mit Avocado. Und? Avocado, Limette. Dann noch ein paar Granatapfelkerne, gefüßt ist aus Cashews, Hanfsamen und Mandeln. Mhm. Ach, und Vanille und ein bisschen Kokos ist noch drin. Okay, du hast ja auch ganz die tollen Bällchen vom letzten Mal gemacht, ne? Genau, also es sind wieder die Granatapfel-Zitronengras. Diesmal habe ich ein bisschen Limette mit reingemacht. Mhm. Dann Cashews, Walnüsse, Datteln und Mesquite. Mhm. Du hast ja auch die tolle Schokolade gemacht mit Karob und so gefriergetrockneten Früchten. Genau, Maracujas, Johannisbeeren, gesüßt mit Jakonsirup und diesmal mit Tahini und halt Kakaobutter. Mhm. Okay. Der Henry hat gestern eine ganz große Ladung rohvegane Snickers gemacht. Die bestehen einfach nur aus Datteln. Hat aber diesmal so ein bisschen geröstete und gesalzene Erdnüsse genommen und dann noch vegane Schokolade. Und ja genau, die Erdnüsse sind in den Datteln drin und dann hat er einfach die Schokolade geschmolzen und dann, also Bitterschokolade und dann die Datteln damit beträufelt. Das ist noch der Inhalt vom Apfelstrudel. Auch ganz lecker, glutenfrei und zuckerfrei. Einfach aus Äpfeln, Banane, Rosinen, ein bisschen Zitronensaft, Vanille und Zimt ist die Füllung. Und die Hülle besteht einfach nur aus Äpfeln, Bananen und etwas Flohsamenschalen. Und hier haben wir auch einen ganz einfachen Grießbrei. Einfach aus Hafer, Schokomilch und Flohsamenschalen. So ein bisschen so eine Konsistenz. Kann man auch noch Vanille mit hinzufügen oder Zimt. Ihr habt unser gesundes Buffet gesehen.
rein pflanzlich, zum größten Teil rohköstlich und zum größten Teil haben wir auch alles wirklich selbst zubereitet. Ihr habt die verschiedenen Sprossen auf dem Buffet gesehen und auch einige grüne Lebensmittel, wie zum Beispiel den Feldsalat, aber auch eine Wildpflanze, den Bärlauch. Und Sprossen und Wildkräuter thematisiere ich in den letzten Jahren regelmäßig in meinen Videos. Sprossenzucht ist sehr hilfreich, um sich gesund zu ernähren, um sich wirklich gesunde Lebensmittel in der eigenen Küche zu ziehen, die auch viele Enzyme enthalten, viele Mineralstoffe und Vitamine, die gehören mit für mich zu den wichtigsten Lebensmitteln überhaupt, wie auch die Wildpflanzen, die wir kostenlos draußen in der Natur finden. Für eine gesunde Ernährung gehören für mich Sprossen, Grünkraut und Wildpflanzen dazu. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wenn ihr auch Sprossengärtner in eurer Küche werden möchtet oder mehr über Wildpflanzen lernen möchtet, dann kann ich euch meine E-Books empfehlen. Sprossenzucht leicht gemacht oder auch gesund grün essen, wo ich alle wichtigen Wildpflanzen ganz genau vorstelle. Wer sich für gesunde Dürrrezepte interessiert, eine gesunde Alternative zur Industriekost, dann kann ich mein E-Book Dürren leicht gemacht empfehlen. Die E-Books gibt es einzeln oder auch in günstigen E-Book-Paketen. Ihr findet den Link zu meinen E-Books unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar.